Wenn man sich hier auf YouTube bzw. Instagram mit Golf bzw. Golfübungen beschäftigt, dann fällt immer wieder ein Name auf, nämlich der US-Amerikaner George Genkers. George ist Golflehrer in Los Angeles, dafür bekannt, dass er in Flipflops unterrichtet, dass er ganz extreme Übungen macht mit seinen Schülern und eine Menge gute Spieler coacht. Und in diesem Video möchte ich mit dir darüber sprechen, was ich erstens von ihm halte, zweitens, was man von ihm lernen kann und möchte mit dir auch besprechen, ob die Übungen, die er von sich gibt, auch etwas für dich als Hobbygolfer sind. Übrigens, hier unten in der Beschreibung habe ich einen Link zu seinem Kanal hinzugefügt. So, lass uns zwei seiner beliebtesten Übungen mal durchgehen und diskutieren, für wen die sind. Die erste Übung, die er sehr häufig macht, ist folgende. Er schwingt auf, dann bewegt er ganz extrem die Füße in diese Richtung, öffnet damit das Becken zum Ziel und dann versucht er das Becken Richtung Ziel nochmal nach vorne zu drücken. Also das schaut dann so aus. Okay, jetzt wirst du vielleicht meinen, das schaut ziemlich bescheuert aus. Aber du musst es verstehen, was dahinter steckt. Viele Schüler, die zu George kommen, sind junge Longhitter. Das sind Spieler, die sehr stark ihr Becken nach links sliden, die sehr viel Early Extension haben, sprich ihr Becken Richtung Ball drücken. Das sind Kraftquellen, die man als junger Spieler häufig verwendet, um den Ball weit zu schlagen. Das Problem jedoch daran ist, dass sie nicht gut für den Körper sind und auch schlechte Kontakte auslösen. Wenn also jemand viel Slide hat im Abschwung, sprich sein Becken dauernd nach links schiebt, beziehungsweise auch Probleme hat, das Becken in diese Richtung zu drücken, dann ist diese Übung meistens perfekt. Und zwar, was er macht, ist folgendes. Er lässt die Spieler aufschwingen und sie quasi ohne ein Schiebgefühl, also ohne ein Shiftgefühl, einfach am Stand rotieren. Um das zu schaffen, verwendet er extreme Positionen mit den Knien. Und zwar lässt er die Knie bzw. die Hüften eigentlich mehr nach außen rotieren, also in diese Richtung rotieren, und zwar auf der linken Seite und auch auf der rechten Seite. Und das schaut dann eben dann so aus. Du siehst, es ist mein Körper zum Ziel gedreht, mein Becken ist offen und jetzt ist der Spieler in einer Position, wo er kräftig auf den Ball zuschlagen kann. Jetzt musst du verstehen, in einem Golfschwung ist es sehr wohl wichtig, dass du laterale Bewegung im frühen Abschwung hast. Und zwar ist es so, dass das Becken und auch der Oberkörper im frühen Abschwung circa 10 cm nach links gehen. Und das Ganze beginnt nicht erst hier oben, sondern es beginnt eigentlich schon hier im Aufschwung, dass man nach links geht. Jedoch, wie gesagt, wenn man ein Spieler ist, der gewohnt ist, dass man das viel stärker macht oder in diese Richtung das macht, dass die rechte Schulter früh runtergeht und die linke Hüfte gleich hoch geht, dann wird das zum Problem. Und für diesen Typ von Spieler ist diese Übung perfekt. Das heißt, man geht hier rauf, schaut, dass das linke Becken tief bleibt, bewegt beide Knie extern und dann versucht George, die Schüler dazu zu bringen, dass sie das Becken unter den Oberkörper schieben. Und dies gibt dann meistens folgendes Bild, nämlich eines, das gar nicht so extrem übertrieben ist. Schaut doch relativ normal aus, oder? Wenn du jedoch jemand bist, der überhaupt Probleme hat, den Körper früh genug nach links zu bringen, dann ist das definitiv nicht deine Übung. Wie kannst du nun erkennen, ob diese Übung etwas für dich ist? Du machst ein Video von dir, von vorne, so wie ich jetzt hier mich filme, und dann schaust du dir Folgendes an. Du schaust, wenn du aufgeschwungen hast und in den frühen Abschwung hineingehst, jetzt wenn der linke Arm parallel ist, dann zeichnest du eine Linie hier ein bei deinem linken Becken hier. Und dann möchtest du schauen, ob du weiterhin den Rest des Abschwungs stark über diese Linie hinausgehst oder ob du auf dieser Linie bleibst. Wenn du sogar von hier wegkommst von dieser Linie, dann hast du ein anderes Problem. Da möchte ich dir empfehlen, dass du dieses Video hier oben anschaust. Also nur wenn du
stark über diese Linie hier drüber kommst, dann ist diese Übung wahrscheinlich etwas für dich. George Genkers ist ein riesengroßer Fan des sogenannten Shallowings oder des Abflachens. Was heißt Abflachen? Abflachen heißt, wenn man hier oben ist, dann hat der Schaft eine gewisse Steilheit. Und es ist sehr, sehr typisch bei guten Spielern, dass der Schlägerkopf ein wenig in diese Richtung geht im frühen Abschwung. Und das Abflachen ist ja ein riesiges Thema im Golf, weil wenn man das nämlich nicht kann, dann schlagt man mich sehr gerne Slice und andere schlechte Schläge. Und wenn man das jedoch zusammenbringt, dann ist das quasi der heilige Gral für mehr Länge und für mehr Konstanz im Golfschwung. Und George glaubt fest daran, dass man das eben durch sehr viel Körperrotation erreichen kann, dass man quasi die Hände oben lassen soll und dann durch die viele Rotation wird der Schläger flacher. Ich persönlich glaube nicht, dass das automatisch passiert. Das mag vielleicht passieren bei junge Spieler bzw. bei Golfer, die ein sehr schnelles Becken an sich haben. Aber ich glaube, dass man trotzdem als Hobbygolfer diese Abflachbewegungen lernen muss. Jedoch bietet er hier eine sehr interessante Übung an, die auch schon bereits David Ledbetter publik gemacht hat mit seinem A-Swing. Und zwar schaut die Übung so aus, dass man aufschwingt und versucht im frühen Aufschwung den Schaft in der Linie der Wirbelsäule zu haben. Das heißt, der Schläger ist quasi super steil. Wenn man jetzt hier so steil ist, dann wird man kaum so abschwingen können. Das heißt, man wird dann lernen müssen, den Schläger wieder in diese Richtung zurückzubewegen. Beziehungsweise die Muskulatur ist bereits in einer Position, um das eher zu machen. Das heißt, die Übung schaut dann so aus. Und wenn man das verbindet eben mit der ersten Übung, mit diesen externen Rotationen, dann könnte das dann auch so ausschauen. Für wen ist diese Übung? Diese Übung ist sicher für jemanden, der den Schläger gerne flach weglegt, das heißt den Schlägerkopf hinter die Hände bewegt im frühen Abschwung, somit einen zu flachen Schaft im Aufschwung hat und dann beginnt im frühen Abschwung den Schläger in diese Richtung zu bewegen. Dann wäre das genau das richtige Gegengift, was du brauchst. Das Gefühl, dass du den Schläger so wegnimmst, dass der Schlägerkopf hier vorne ist, die Hände hier sind. Und dann wirst du abflachen müssen, wenn du überhaupt eine Chance haben willst, den Ball zu treffen. Wenn du jetzt erkennen möchtest, ob du für diese Übung geeignet bist, dann stell eine Kamera auf und filme dich jetzt bitte von dieser Seite hier, down the line sagt man. Und jetzt kontrollierst du, wenn du im Aufschwung mit dem linken Arm parallel bist zum Boden, dann möchtest du, dass der Schaft, wenn das eine Verlängerung hier runter ist, dann möchtest du, dass der Schaft auf die sogenannte Ball-Ziellinie zeigt. Oder vielleicht ein bisschen steiler. Wenn du jemand bist, wo der Schaft in diese Richtung zeigt, dann ist diese Übung für dich. Und zwar wirst du nämlich, wenn du hier zu flach bist, immer tendieren, dass du eher diese Bewegung hast im Übergang, wo der Schaft steiler ist. Und eben mit dieser Übung kannst du dem entgegenwirken. Ich würde es jedoch am Anfang extremer machen, damit man das richtig mal spürt. Also so. Dann trifft man wahrscheinlich übrigens keinen Ball am Anfang, aber es geht hier eher um das Konzept, eher um die Idee, die man braucht, um das zu verbessern. Und später dann, wenn du sagst, aha, das ist doch interessant für mich, ich kann damit was anfangen, dann machst du halt eine kleine Mini-Version davon, wo du sagst, okay, vielleicht ist der Schaft aufrecht im Schwung. Wenn du das dann filmst, wirst du sehen, dass der Schläger trotzdem irgendwie schräg sein wird, also in den meisten Fällen. Wenn du jedoch jemand bist, wo der Schläger bereits im Aufschwung so zeigt, oder sogar in diese Richtung, dann bitte mach diese Übung eher nicht, weil dann bist du schon so und wenn du den Ball nicht triffst, brauchst du wahrscheinlich andere Elemente. Du siehst also, nicht jede Übung ist für jeden perfekt. Aber wenn sie richtig angewandt wird, kann sie Wunder bewirken. Dann gibt es auch noch Übungen, wo man sagen kann, wenn man diese macht, ist sie für, keine Ahnung, 95% aller Hobbygolfer optimal. Und das ist eben so eine wie hier oben, der Mic Drop Drill, den ich entwickelt habe, um meinen
Schülern zu helfen, ist einer, der zwar sehr schwierig zum Ausführen ist, aber sehr viel Spaß macht zum Lernen und die Resultate werden dich überraschen. Also wir sehen uns dann gleich drüben auf der anderen Seite hoffentlich. Tschüss.